Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Mehr als 8 Stunden darf ich dieses Spiel noch spielen, laut Origin. Die werde ich natürlich auch ausnutzen. Und ich wollte mal gucken, was wir uns für neue Wagen kaufen können, theoretisch in Zukunft mal. Also ein Dodge Challenger wäre natürlich auch geil. Nee, Mazda ist nicht so. Ich habe generell sehr wenig Ahnung von Autos. Haben wir die nicht? M3E 92 haben wir. Eine M4 wäre auch geil. Der sieht auch nice aus. Ich glaube, den hätte ich gerne. Aber dafür müssen wir noch etwas mehr fahren. Und das tun wir jetzt auch. Ach ja, gerade von der Arbeit wiedergekommen und schon aufnehmen. Läuft bei mir. So. Ja, wie gesagt, immer noch meine Frage, warum gibt es eigentlich keinen Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel? Das wäre so toll. Kein Wetterwechsel wäre auch schön gewesen, aber naja, ist halt, sind halt so Sachen, die hätte ich gerne, müssen aber nicht sein. Ja, die geben halt einfach nicht so viel, meiner Meinung nach. Ja, gehen wir mal auf die Nachrichten und gehen jetzt mal auf Spike. Triff Spike in Longhorn, das werden wir doch mal tun. Oh, ist das laut, Alter. Ey, ich wollte das gerade annehmen. Also hier passiert so viel, ne? Das ist echt schlimm. Und ich höre mich nicht mehr selbst, weil das Spiel so extrem laut ist. Aber egal. Fahren wir erstmal ein Ründchen. Hilfe, Hilfe. Lange nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht, nicht weil ich keine Lust drauf hatte, sondern einfach weil ich fand Assassin's Creed 2 irgendwie interessanter. Hui. So. Oh ne, da ist wieder so eine schwule Autobahnauffahrt. Jetzt schon keinen Bock mehr. Ey. So. Halbwegs gut hinbekommen. Fahren wir mal auf der richtigen Straßenseite. Muss ja nicht sein, dass wir immer so Outlaw-mäßig fahren. Aber wir müssen hier runter. So. What the fuck? Warum müssen wir jetzt hier wieder hochfahren? Was zur Hölle ist das? Was für ein behindertes Navi. Okay, wir sollen scheinbar auf der falschen Straßenseite fahren. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung? Und wenn uns das Navi das sagt, dann. Oh. Ich fahre erstmal wieder überall gegen. Hier wird es jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen heller. Nur ich verstehe irgendwie nicht, warum. Also ein bisschen Tag-Nacht-Wechsel ist ja mit dabei, aber nicht sonderlich viel. Hier, seht ihr? Seht ihr, es ist Tag geworden. Mehr oder weniger. Ey, so wollte ich aber nicht driften. Man muss jetzt mal wieder reinkommen, ey. Gar nicht mal so einfach das Ganze. Bisschen müde bin ich tatsächlich. Okay, was auch immer das war. Das war, glaube ich, TS. Oder Skype oder sonst irgendwas. So, betreten wir mal die Location. Ich guck mal ganz kurz, was das war. Glaube, ich habe WhatsApp noch offen. Ich erzähl dir jetzt was über Magnus Walker, okay?
dieser Typ. Verliebt sich in seinen ersten Porsche, als er ungefähr 10 ist, weißt du? Und jetzt hat er diese Sammlung von Wahnsinns-Porsches mit ganz neuem Style. Ihm gehört sogar diese gottverdammte Brücke, ja. Stell dir das vor, Bro. Spike Bridge, verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach, Mann, alles zu wissen über den Ort, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fange gerade erst an, Baby. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. So. Jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Kümmer dich um ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Okay, und nun? Ja, das ist ja schon gut, aber das ist knapp pro Gamer-Mucke. Hey Manu, ja, wir fahren mal zu Manu. Dieser Kamerasum. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wie. Manche finden das ja total scheiße. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. So. Ach ja. Aber Fun tut sich wirklich ganz gut und es sieht halt unfassbar gut aus. Das kommt noch dazu. Nein, ey. Oh Mann. Oh. Jetzt habe ich es gerade. Jetzt läuft es gerade. Jawohl. Meint er die Brücke hier? Die sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Da hat er nicht ganz unrecht. So eine Brücke hätte ich auch gern. Erstmal Maut nehmen. Einfach nur für die Brücke. Oh oh. Hilfe. Ach man. Gamer-Musik, glaube. Aber YouTube hat dich einmal gemeckert, muss ich sagen. Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist hey, yo. Man, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Rennen gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. Paar Rennen gewinnen, ist ja easy. Noch nie was Einfacheres gemacht. Ups. Warte, das sollen wir machen hier. Das kriegen wir ja hin. Finde deinen Groove. Ah ja, das war ja das Driftrennen, genau. Oh lol. Die durfte ja viel, viel früher anfangen. Ja, kommt. Verdammt, Alter, gerade läuft gar nicht gut.
Jawohl, erster Platz. Ich habe gerade keine Zeit. Ja, ich bin der Driftgott, Junge. Ey, Manu. Weg da. Verdammt, das gibt keine Punkte. Ja, Manu, dafür, dass du aber so ein Driftgott sein sollst, bist du aber ganz schön scheiße. Du verlierst gegen die meisten hier gerade. Jawohl, Position 1. Neue persönliche Bestleistung. Easy. Neue Punkte. So. So, jetzt gehen wir mal wieder auf Nachrichten. Ja, Spike, wo soll ich denn dich finden jetzt hier? Spike, gewinne Events mit Spike. Ach da, okay. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen? Travis, komm schon, du willst mir sagen. Triff die Gang in Diner. Hey Mann, ich kenne ein paar Jungs, die solche Geschosse haben wie du. Exklusiver Club, du verstehst. Ja, go, go. Los. Also wir machen noch das Rennen und dann, war es das erstmal für den Part wieder. Im nächsten Part machen wir mal die ganzen Sachen mit Spike, würde ich sagen. Weil irgendwie, auch wenn er ein bisschen doof ist, ist er mir doch recht sympathisch. War ich gerade in die richtige Richtung? Ja, ich fahre in die richtige Richtung. Erstmal schön irgendwo gegenfahren. Freigeschaltet ab Rennlevel 27. 27, das ist hart. km/h läuft bei mir. Ach, komm schon. Robin ruft zurück. Oh, oh. Ups. So. Rein. Ach ja, die Musik ist so laut, ich weiß gar nicht, was ich da drüber sprechen soll, weil ich mich gerade selbst gar nicht höre. Das ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass sie mir nicht irgendein Video sperren oder so. Bin der scheiß Gamer. Aber ich gehe das Risiko einfach mal ein. Also. Jetzt wird es wieder Nacht langsam, oder? Vielleicht verschwindet der Himmel, genau, jetzt ist wieder Nacht. Oh, ja, das war ein bisschen zu weit. Aber technisch funktioniert das echt super. Sofern man das Spiel auf einer SSD liegen hat und eine flotte Grafikkarte hat. Mit einer 79 wird es echt problematisch. Da fällt man zwischendurch durch so wunderschöne schwarze Löcher. Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen. Hätte ich euch das jetzt reinschneiden können. Das sieht sehr interessant aus. Ups. Oh Mann, Alter. Ich werde das niemals hinkriegen mit dem Fahren, ne? Ah ne, noch eins weiter. Und ja, hier.
Zeitrennen, ja. Zeitrennen ist so easy. Komm in die Top 2 mit mindestens 350 PS. Fahre ich jetzt doch mit anderen? Ich dachte, das wäre ein Zeitrennen. Ey, jetzt ramm ich doch hier nicht weg, du Spasti. Hallo, was ist denn das hier? So, mach ich alle weg. Mann, was ist das für eine Strecke? Ich finde meine Mitte. Hilfe! Warte mal. Oh Mann, ich muss wirklich zurücksetzen. Oh Gott, das ist jetzt richtig behindert. Fuck. Oh nö. Das wird jetzt hart, Leute. Das wird jetzt hart. Ich dachte erst, ich könnte da so fahren. Dann habe ich aber die Checkpoints gesehen. Die sind nicht gerade auf meiner Seite zurzeit. Alter, wo fahren wir denn hier her? Ja, wir fahren da so einen behinderten Rundkurs oder was? Ey! Warum hat der plötzlich aufgehört zu driften? Schiebung. Jawohl, und wir gehen natürlich als Gewinner. Okay, nicht als Gewinner raus. Ich hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, was sie mit Zeitrennen hier meinen, genau. Vermute die schnellste Runde einfach. Ey, was soll denn das hier immer? Ich bin verdammt nochmal Zweiter. Oh shit, Alter, da bin ich ja quasi stehen geblieben. Was war denn das? Ey, da bin ich ja schon wieder quasi stehen geblieben. Zweiter. Reicht trotzdem aus. Wir sollten ja, glaube ich, Zweiter werden, oder? Irgendwas war da ja. Genau. So. Jetzt hängt mich doch hier nicht so am Sack. Ich bremse hier erstmal schön aus hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich will nicht übertreiben. Sonst hebst du noch ab. Ich muss los. Wir sprechen uns. Ja, okay. Sie will nicht übertreiben. Wir sprechen uns scheinbar. Irgendwie so. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Need for Speed mit mir. Bis dahin, haut rein.